Okay, das wird immer noch nicht besser so. Weißt du nicht, was ich ändern soll an der Taktik, die ich jetzt habe, außer dass ich hier auf Schildkröte gewechselt habe? Seid gegrüßt und willkommen zur 25. Episode meiner Punch Club Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe mir mal gedacht, ich versuche es wieder mit dem Ultimate Fight. Vielleicht klappt es ja diesmal wieder. So, was war das hier? Das war ja gegen Blocken. Der hat keinen Blocken, nehmen wir das hier raus. Rückhandschlag, hoher Schlag. Was war das hier nochmal für ein Kick? Roundhouse Kick. Den kann man auch mal wieder reinnehmen. Aber der trifft nicht gut. Auch irgendwas, was gut trifft. 79, 78, 79, 98, 89. Der einfache Schlag. Aber der macht kaum was, ne? Nehmen wir den einfach mal rein. Das 89, 89, genau. 68 ist wenig und Ausweich. Das machen wir mal. Gucken, was passiert. Fight! Ja, also ich bin mir noch nicht sicher, ob es gut ist oder schlecht, was ich da ausgewählt habe. Ich würde eher sagen, schlecht. Rückhandschlag 79. Aber der macht halt viel mehr Schaden, oder? Ja, doppelt so viel Schaden. Verbraucht doch etwas mehr Energie. Fast doppelt so viel. Oh, oh, oh. Oh Gott. Das geht wieder in die Hose. Wir müssen ja noch den anderen da besiegen. Ach, Kacke. Ja, genau. Ey, ich mach wieder Blocken rein. Oh Gott, ey. Was eine Scheiße. Jetzt klappt's wieder. Ja, ich habe auch Energie. Jetzt habe ich keine mehr. Er hat auch keine. Oh, ich krieg die... Ich frage mich, was passiert, wenn ich den einen besiege und beim anderen irgendwie die neuen Runden ablaufen. Ob das dann irgendwie unentschieden wird? Mal gucken. Der hat auch nur Ausweichen, kein Blocken. Das Gute ist, die Energie ist wieder aufgefüllt. Nur nicht das Leben. Könnte ein harter Kampf werden, aber ich habe ja Blocken drin. Das heißt, ich verliere nicht ganz... Was war das denn für ein Debuff? Nicht ganz so viel. Okay, es besteht noch Hoffnung, würde ich sagen. Oh. Oder auch nicht. Wir hätten die Treffer landen müssen, hätten wir jetzt schon gewonnen. Oh, das schaffen wir nicht. Nö, haut uns um. Vielleicht hätte ich es geschafft mit voller... mit vollem Leben. Aber ich weiß es nicht. Also man weiß es nicht genau. Okay, dann wieder... was machen wir denn? Arbeiten geht nicht, weil wir haben keine Energie mehr. Dann gehen wir nach Hause, ruhen uns aus. Ja, geh rein. Und ruh dich aus. Dann heißt es weiter trainieren. Das Gute ist, wir haben keinen Debuff durch Verletzungen. Wodurch wir gut trainieren können dann. Also verlustfrei quasi. Natürlich wieder Ausdauer. Wir wollen die Ausdauer ja auf 9 bringen und da dann auch möglichst halten. Und natürlich die Stärke vielleicht auch hochbringen oder mindestens auf 8 halten. Oh, der Tag ist gleich schon wieder vorbei. Wow. Okay. Oh. Nicht aufgepasst. Das war ein bisschen schlechte Lernpunkte oder Trainingspunkte bekommen. Also die machen halt weniger, aber verbrauchen halt auch Zeit und Ressourcen. Ich gehe noch kurz hier Push-Ups machen. Nochmal alles zu festigen. Sehr gut. Mach nochmal ein bisschen weiter, solange du noch Nahrungsenergie hast, damit du da auf 9 kommst. Ja, hat schon Hunger. Schade. Egal, wir gehen arbeiten auf dem Bau. Da bekommen wir dann ja auch wieder... Ach komm, wir nehmen nochmal die Pizza dazu. Dann verdienen wir halt wieder das ganze Geld dazu und kaufen uns alles. Ich hätte mit dem Bus fahren sollen. Egal. Aber hier bekommen wir jetzt auf Level 9, denke ich. Jawohl. Doch zu was gut, die Arbeit, außer dass man da Geld für bekommt. Machen wir ein bisschen länger noch. So, stopp. Dann auf in den Supermarkt, aber diesmal mit dem Boss. Zu Mr. Apu. Fleisch, Fleisch. Vielleicht nochmal Fleisch? Nee, 2 Pizzen. Oder 3 Pizzen sogar. Noch besser. Ich denke mal nicht, dass wir für 1 Dollar nach Hause kommen. Nö. Ja, hinlegen. Nein, trainieren.
ein paar Sekunden trainieren, so Laufband. Ich will auf 9 bleiben. Ach, schade. Ja, weiter trainieren. Los, los. Hallo, geh raus. Ist heute Anmeldung oder? Ah, okay. Wir könnten ein Ultimate Fight starten, aber ich würde es nur machen, wenn ich hier auf volle Gesundheit komme. Wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob das funktioniert. Obwohl, wenn ich gleich esse. Zwei. Ach, wir nehmen noch eine Pizza. Bäm, volles Leben. Ja doch, ich denke, wir nehmen den Kampf jetzt wieder an. Vielleicht klappt es ja so. Blocken habe ich drin. Ja, wir versuchen es so. Vielleicht klappt es ja so. Oh, hallo? Ah, geht doch. Komm, hau drauf, Junge. Los, fester. Ausweichen. Ah, oh, nicht so viel einstecken, ey. Und keine Energie mehr. Scheiße. Dabei habe ich doch jetzt mehr Ausdauer. Oh, das waren gute Treffer. Ich bin verwirrt. Erhöht Energieregeneration. 18,5. Ich verstehe es nicht. Ja, natürlich weiter so, ne? Jawohl. Komm, hau nochmal so einen raus. Komm, schaffst du, Junge. Er hat keine Energie mehr. Los, noch ein Treffer. Lass ihn. Eieiei. Alter, das wirst du wohl schaffen. Noch einmal, komm. Nicht er, sondern du sollst ihn treffen. Alter! Wow, das klappt wieder nicht. Wobei, wenn wir jetzt wieder voll Energie haben. Go. Oh ja, das ist gut. Das war gut. Ah, Treffer eingesteckt. Das ist nicht gut gewesen, aber das Ausweichspiel beginnt. Oh nein, ja. Fuck, ey. Er trifft halt Herrn. Oh ja, wir treffen mit den Kombos. Und er trifft auch mit den Kombos. Toll. Wir machen weiter so. Ich sehe halt nicht, was ich da jetzt ändern könnte. Oh fuck. Ich brauche halt mehr Leben. Und vielleicht doch mehr Stärke. Hä, das ist auch wieder fast genauso ausgegangen. Wow. Muss ich nicht verstehen. Okay, wie wollte ich jetzt hier genau vorgehen? Ich wollte mir ja... Oder soll ich mir doch Muskelgedächtnis? Ne, das mache ich nicht. Weg der Schildkröte wollte ich ja eigentlich nehmen. Ja, doch, mache ich so. Schwerpunkt aus der Blocken, Schallschläger, Energieverbrauch. Ja, wir versuchen es damit mal. Okay, in die Stadt und auf zur Arbeit. Ja, wir haben noch alles da, genau. Das ist natürlich der weiteste Weg, den man nehmen kann. EGAL, egal. Aber machen wir was ganz Verrücktes und gehen zweimal arbeiten wieder. Der Tag ist eh gelaufen. Ich hoffe, wir bleiben auf 9. Und 1, 2. Dann gehen wir noch Pizza ausliefern. Aber wirklich Pizza ausliefern, diesmal nicht die Speziallieferung. Ja, wir haben ein bisschen was verloren. Oh, oh fuck, Stärke auch. Oh, oh. Na, nach Hause. Mit dem Boss natürlich. Erstmal eine schöne Pizza essen. Trainieren. Ganz klar. Die Ausdauer hochbringen. Kann ich den Weg der Schildkröte vielleicht etwas besser nutzen. Ich überlege, ob ich mich anmelden soll. Ob sich das schon lohnt. Ist dann wahrscheinlich in 2 Tagen wieder. Ach komm, ich melde mich an. Muss ja weitergehen hier. Mit 9 Ausdauer und 8 Stärke müsste es doch zu schaffen sein, wieder aufzusteigen oder weiterzukommen. Da. Das sieht gut aus. Jetzt geht's wieder runter. Dann hier noch ein bisschen machen. Dann ausruhen. Hoffentlich bleibt das auch auf 8 und 9.
Höher kriege ich es jetzt nicht. In der kurzen Zeit. Das kriegen wir wieder aufgeholt, locker. Ah, hat nicht gehalten. Schade. Und es geht wieder bergab mit dem Trainingserfolg. Dann essen wir mal einmal Fleisch und ruhen uns auf dem Sofa aus. Die Küche sieht eigentlich recht gut aus im Gegensatz zum Rest der Wohnung. Okay, er kocht auch nicht. Er isst einfach immer rohes Fleisch und Pizza. Fleisch, Pizza, gammeliger Burger, den essen wir aber auf keinen Fall. Okay, wieder laufen. Dann Armtraining. Dann Gesamttraining. Und dann müssten wir auch schon beim Kampftag angelangt sein. Aber diesmal weiter, 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 weiter. Oh weh, das geht beides wieder runter. Oh, aber diesmal nicht so weit runter. Okay, laufen bringt halt mehr, weil ich da halt... Nee, ich hab... Hab ich da dieses eine mehr? Ich weiß es gar nicht. Okay, kämpfen. Wieder Kick Sloan. Wieder... Wow. Ich dachte, das kann man so auswählen. Taktik mit Schwerpunkt auf Ausdauer. Blocken, schwere Schläge, wahnsinnige Energieverbrauch und Regeneration. Ja, bin ich mal gespannt. Hat sich das jetzt geändert? Ha. Auf Geschick basierende Taktik haben wir wahrscheinlich auch zu weichen. Oh, oh. Ah! Ich wollte die Sache noch gar nicht rausnehmen. Ich hoffe, das kann ich noch benutzen. Was mache ich jetzt hier rein? Den hier? Ne, der trifft nicht. Ich will Sachen, die treffen. Hoher Schlag. 89, 89. Kinnhaken. Der war eigentlich immer ganz gut. Mehr Schaden zu kosten, weniger Energie. Hm, klingt doch gut. Wir versuchen es mal. Hm. Ja. Ja, der holt meine Energie halt weg. Kacke. Vielleicht klappt es ja so. Go. Das war ein guter Treffer. Oh, er trifft aber... Oh, fuck. Der haut aber richtig rein. Aber wir treffen ihn auch gut. Nur leider nicht gut genug. Meine Energie ist schon komplett aufgebraucht. Richtig kacke. Oh Gott. Ich glaube, ich gehe doch wieder hier auf. Wie der Blitz. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gar keine Änderung bringt. Oh, fuck. Wow. Er haut mich halt immer runter. Okay, wir gehen doch wieder hier hin. Vielleicht regeneriere ich dann ja doch besser. Wobei ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, dass das so der Fall ist. Das war gut geblockt. Komm, du schaffst es. Er hat keine Energie. Oh, den kriegen wir. Und wenn du das nicht schaffst, ey. Du hast viermal so viel Leben gerade. Und auch mehr Energie. Jawohl. Kick Sloan liegt auf dem Boden. Und ich gewinne. Puh. Oh, es gibt 60 Dollar. Das ist gut. Echt gut. Oh Mann. Das trifft halt alles irgendwie gar nicht. Ja, das war doch gut. Nächster Kampf. Melden wir uns da schon an. Ich würde sagen, oh, wir könnten noch den Ultimate Fight, aber erstmal etwas zu essen besorgen. Ich würde aber sagen, hier im Café. Den Pizza halt, glaube ich, mehr. Oder macht sie nur glücklicher? Ich weiß es gerade gar nicht. Sie halt nicht mehr. Aber mein 10 HP mehr. Ist halt teuer, die Pizza. Ich würde die beiden schon gern vermöbeln. Komm, wir machen das jetzt. Kämpfen. Wir bleiben bei der Schildkröten-Taktik, aber die gesamte Zeit. Vielleicht klappt es ja so. Gut, gut, gut. Oh, schade. Er trifft auch wieder, aber wir treffen besser. Das ist gut. Ah, ja, sehr gut. Jo, hau ihn platt, ey. Los. Schaffst du. Komm, mindestens zweite Runde muss er am Boden liegen. Oh, nicht du, sondern er. Okay, weiter, 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 weiter. Nur so bekommen wir die Talentpunkte durch Kämpfe. Oh, schade. Ich dachte, er ist jetzt komplett am Boden. Hallo?
Was ist mit ihm? Bleibt er einfach liegen? Also konnten wir auf 100% regenerieren von der Energie her. Das gefällt mir. Jawohl. Okay. Das ist jetzt besser gelaufen so. Jetzt gegen ihn. Den müssten wir auch gut runterprügeln können. Oh, 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 oh. Okay, das wird immer noch nicht besser so. Weißt du nicht, was ich ändern soll an der Taktik, die ich jetzt habe, außer dass ich hier auf Schildkröte gewechselt habe. Irgendwie, der haut mir zu viel Schaden rein. Ich verstehe es nicht. Nö, wir haben auch keine Energie mehr. Keine Ahnung, was ich da noch ändern soll. Aber vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps dafür. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und auch sonst alles, wozu ihr gerade Lust habt. Und Video bewerten nicht vergessen. Und um weitere Episoden nicht zu verpassen, dürft auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.